Schmarrn, ich hab grad das Frühstück abgerannt. Ach, schade, weil doch bloß er kommen. Ich hab gemeint, du frühstückst immer mit dem Alfred zusammen. Aber ich konnte gern. Das war ein Scherz. Obwohl, es ist ja nicht gerade der richtige Zeitpunkt, um Scherze zu machen. Jetzt komm, jetzt trinkst du erst einmal eine Tasse Kaffee und dann sagst du mir, was los ist. Ja, wegen Uli. Ja, sag bloß, du hast doch nicht gehört, dass er schwer krank geworden ist. Man rechnet sogar mit dem Schlimmsten. Was? Der Kurti, der war gestern Abend noch bei ihr. Wann ist er das nicht? Also, der Mumm ist er doch rein steuerlich betrachtet seinen zweiten Wohnsitz im Ulis seinem Lokal ummelden. Der Uli hat nichts gesagt. Ach, der Kurti erzählt doch nichts, du kennst ihn doch. Na, wie ich ihn gestern Abend gefragt habe, warum er so früh zurück ist, hat er nur gesagt, dass der Uli ein bisschen früher zugemacht hat, weil er wegen einer Erkältung nicht so gut ist. Nicht so gut ist? Laut Alfred hat er ganz elend ausgeschaut gestern Abend. Und obendrein war er total durcheinander. Deswegen wollte Alfred ihn ja heute auf dem Weg zur Firma besuchen. Ja, und da war der Herr Pfarrer bei ihm und die Haushälterin hat ihn abgewimmelt. Der Herr Pfarrer war seit heute in der Früh um 8 bei ihm. Was? Moni hat ihn abgewimmelt? Um Gottes Willen. Ja, aber ruft man denn erst einmal einen Arzt als wirklich ein Pfarrer? Also, ich stell mir gerade vor, ich habe einen Schnupfen und der Kurti kommt gleich mit dem Herrn Pfarrer daher. Naja, also das baut dann ja nicht gerade auf. Ja, wahrscheinlich kann Frau Dr. Lessing ihm nicht mehr helfen. Außerdem soll der Uli ausdrücklich einen Herrn Pfarrer verlangt haben. Ja, aber so alt ist er doch noch gar nicht. Na, nein, ich glaube gerade 60 geworden. Oh, meinte, das ist doch kein Alter. Hm. Magst du ein Keksel oder ein Hirtl? Gern ein Keksel. Ja. Vielleicht hat ihn ja sein ausschweifender Lebensstil vorzeitig altern lassen. Wie meinst du das? Jetzt tu doch nicht so. Der war doch hinter die Frauen Herbert Flürn hinterm Fallobst. Ja, und Alkohol oder auch gern Mengen. Ja, und geraucht hat er wie ein Dampflokomotiv. Du meinst wohl eher umgekehrt. Was? Na ja, was Frauen betrifft. Ja, er war nicht hinter die Frauen her, sondern die Frauen hinter ihm. Ja, ist ja auch wurscht. Na ja, aber... Wenn er so da steht, mit seiner Jeans und die Cowboy-Stiefel, dem karierten Hemd und drunter die Muskelshirt. Er ist schon wirklich ein gut aussehender Mann. Ja. Der hat's da, da und da. Ja, eine optimale Mischung. Und wenn er dann noch seine Gitarre nimmt und singt, oh, Country Roads, take me home. Ach, welche Frau kann da schon nein sagen? Lydia, ich bin schockiert. Ja, und charmant ist er auch. Eigentlich schade um ihn. Es gibt sicher viele, die um ihn trauern werden. Du meinst Frauen? Nicht nur. Ja, er hat viele Freunde. Sogar der Herr Pfarrer ist Stammgast bei ihm. Ja, und von der Frau Dr. Lessing und am Schuldirektor Lemke. Da fange ich erst gar nicht an. Jeder fühlt sich wohl bei ihm. Gibt's was Neues? Guten Morgen, liebe Helga. Entschuldigung. Ich möchte bloß wissen, wie es am Uli geht. Ja, ich habe auswärts noch einen Termin gehabt und habe mit der Alfred jetzt gerade erst im Rathaus erwischt und mir gesagt, dass der Pfarrer heute bei ihm ist. Ja, ich habe es auch gerade von der Helga erfahren. Du warst doch gestern Abend noch bei ihm. Ja, ist ihm wirklich so schlecht gegangen? Ja, war ein bisschen verkältet und weil nicht so viel los war, dann hat er früher zugesperrt. Ich habe ihn noch gefragt, ob er... Ja, aber das habe ich doch alles schon erzählt. Also, wie geht's ihm? Keine Ahnung. Und du? Du weißt doch sonst immer alles. Ja, nicht mehr wie der Alfred. Er wollte ihn heute in der Früh besuchen. Und da war der Herr Pfarrer schon bei ihm. Ja, und der hat der Moni auch geschafft, dass man es nicht stört. Sag doch schon alles. Ja, aber das weißt du bestimmt schon vom Alfred. Ach mein, ich muss gleich zu ihm. Ja, aber du hast doch gerade gehört, dass der Herr Pfarrer gesagt hat... Also jetzt entschuldige bitte einmal, ich bin der Bürgermeister
und seit Jahren mit ihm befreundet. Das war ja wohl ein Witz, wenn man mich nicht zuhören lassen ja. kann. Ne? Komm, dann ruf doch wenigstens vorher an. Nicht, dass du umsonst hier gehst. Ja, das mache ich. Ja, aber der Uli wird nicht ans Telefon gehen, ich mein, wenn ja, der... Ja, mei, dann wird halt der Herr Pfarrer abheben. Hm? Ach so. Hallo? Herr Pfarrer, ja, Hildebrand hier. Magst du noch einen Kaffee? Ich wollte ja nur sagen, ich komme gleich rüber, weil ich zum Herrn Wenzel will. Na danke, ich bin schon aufgeregt, nur, ja, was jetzt wohl aus dem Lokal werden wird. Das ist ja wohl die Höhe. Da. Was ist? Hat der Herr Pfarrer auch gesagt, dass die nicht zu ihm lassen? So eine Frechheit. Was willst du, mein Sohn, mag er zu mir sagen. Ja. Und dann weiter, ja, wenn du zum Herrn Wenzel willst, das geht jetzt nicht, wir haben viel zu reden. So eine Frechheit. Nein. Wenn der meint, dass ich am Wochenende zu ihrem Gottesdienst komme, dann wird er sich wundern. Mei, also, außer Weihnachten gehst du doch nie in die Kirche. Ja, aber ich war. Was? Ja, ich wäre gegangen. Ja, dann störe ich mal nicht länger. Meint ihr, ich soll es vielleicht einmal probieren? Also bitte, wenn man mich, seinen besten Freund, der Bürgermeister, schon nicht zu ihm lassen. Meinst du allen Ernstes, dass man die dann zu ihm hinlassen? Gut, bitte. Okay. Ja, wahrscheinlich hast recht. Ich bring dich nun aus, ja? Helder, aber wenn du was erfährst oder der Alfred, dann sag's mir bitte gleich Bescheid. Ja, ich gehe halt nicht mehr ins Rathaus, bin den ganzen Tag da. Ja, sag einmal, das nimmt ja anscheinend ganz schön mit. Ja, was meinst denn du? Wir kennen uns seit, da war ich so. Ja, mei, was haben wir Kraft? Der war immer der Größer und Stärker. Ich hab immer einen kürzeren Zung. Von den zerrissenen Hosen möchte ich gar nicht reden. Ach, drum wart ja auch befreundet, versteh schon. Na, nix verstehst. Buben müssen raffen, sonst sind's nicht normal. Und er war immer fair, ne? Keine Tiefschläge oder so, ne? Mein Gott, und jetzt liegt er im Stern. Ja. Der Herr Pfarrer, die Täger hat gesagt, dass der Herr Pfarrer seit 8 bei ihm ist. Ja, jetzt ist 11. Kann man sich denn mit ihm unterhalten? Ja, ich schätze schon. Der Pfarrer hat ja gesagt, wir haben viel zu reden. Das ist ja das, was mich so beunruhigt. Wie meinst du denn das? Was weiß denn ich, was der Uli dem alles verzeiht? Ja, Männer in den letzten Stunden ihres Lebens, die wären gerne einmal redselig. Also, du tust ja gerade so, wie wenn du schon mit Dutzenden von Männern in ihren letzten Stunden zum Tor gehabt hättest. Also, Lydia, bitte, ja, ein bisschen mehr Pietät. Gibt's denn irgendwas, was der Uli von dir weiß, was andere nicht wissen? Nein, natürlich nicht. Na ja, dann brauchst du ja keine Sorgen machen. Und der Herr Pfarrer lässt niemand zu ihm. Ja, das habe ich dir ja gesagt. Aha. Sag mal, wo willst du jetzt hin? Ja, ich mache einen kleinen Spaziergang. Weißt, ich habe ein bisschen Migräne und an der frischen Luft, da wird es vielleicht besser. Ja, das ist ja nett. Und mich lasst jetzt mit meinen ganzen Sorgen da allein. Ja, ich bleib nicht lang. Das ist ja wieder super. Mein bester Freund liegt im Sterben und sie hat Kopfweh. Hast den Schlüssel vergessen, hä? Alfred! Mein, das ist gut, dass du kommst. Gibt's was Neues? Ja, das wollte ich dich auch gerade fragen. Nix, ich tapp völlig im Dunkeln. Der Pfarrer lässt mich nicht zu. Er hat mich abgewimmelt mit den Worten, mein Sohn, wir haben viel zu reden. Mein Gott, wie ernst muss um ihm stehen, wenn er nicht einmal die zu ihm lässt? Was da wohl abläuft, er schafft Zeit, denn ich kann ihm nicht helfen. Ja, sag einmal. Was ist los? Na, da schau mal her. Das ist doch die Lydia mit der Helga vor dem Uli seinem Haus. Was wollen denn die bei dem? Mei. Vielleicht hoffen sie, dass sie was erfahren. Die Lydia hat mir gesagt, sie macht einen Spaziergang, weil es Kopfweh hat. Und jetzt schleicht sie da beim Uli ums Haus rum. Mei, vielleicht wollen sie ein kurzes Wort für die Eiling, dass du zu ihm darfst. Komisch ist nur, dass meine Frau auch dabei ist. Das soll ich einer verstehen, die haben sie doch sonst nie für ihn interessiert. Was hab ich an die Lydia hinreden müssen, dass sie mal auf einen Absacker mit rübergeht in die Wirtschaft? Ja, stimmt. Helga hat auch immer einen Riesenbogen um einen Uli seine Wirtschaft gemacht. Sag mal, meinst du, da ist was faul? Also normal ist das auf jeden Fall nicht. Mir Kopfweh vorspulen und dann da beim Uli ums Haus rumschleichen. Ja, so wie es ausschaut, hat's der Pfarrer auch nicht zu ihm lassen. Das hätte mich ja gewundert. Wenn's anders war, dann hätte ich ihm aber schon was verzeiht.
Was wird denn der so lang mit ihm zum Rinn haben, he? Die Lids, die Ölung, das kann doch nicht so lang dauern. Alfred, jetzt bitte! Bisschen mehr Pietät, ja? Du redst von meinem besten Freund. Ja. Vielleicht haben Sie ja irgendwas Finanzielles zum Reden? Geh, okay. Über seine Finanzen, da redet man doch mit einem Steuerberater oder mit einem Notar oder mit dem Pfarrer. Kurt, bitte! Entweder du tust die Flaschen weg oder du gibst mir was von ihrem Inhalt. So, entschuldige, freilich. Du, er wird doch nichts rausratschen, oder? Rausratschen? Was meinst du denn da? Geh, jetzt tu doch nicht so. Es gibt doch bestimmt keinen von seinen Stammgästen, der ihm nicht dies oder dies anvertraut hat. Schon gleich, wenn derjenige dann auch noch ein paar Schnapserlintus gehabt hat. Also ich habe ihm nichts von mir verzeiht. Also jedenfalls nichts Wichtiges. Und du? Eigentlich auch nicht. Also, dann ist doch alles in bester Ordnung. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Danke, der Chef, ein Cognac. Ja, gern geschehen. Du, aber wenn du dann später doch noch zu ihm darfst. Ja? Ja, ich hätte da was zum Reden mit ihm. Es ist zwar völlig unwichtig, aber na ja. Ich werde es ihm ausrichten. Aber jetzt sag einmal, warum probierst du es denn nicht gleich selber? Nein, wenn du es sei, bist der Freund schon nicht zu ihm darfst, aber wenn du was erfährst, gibst du mir Bescheid, gell? Ja, 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 mach ich. Für dich. Moni! Ja, grüß dich. Der Kurt ist da, ja. Du, ist der Pfarrer noch bei ihm? Mhm, ja. Ah, Moni! Hallo! Also, Helga, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Es ist aber wichtig. Ja. Sag, was ist denn so wichtig? Mein Gott, hast du mich jetzt erschreckt. Okay, das tut mir aber leid. Geht's dir wieder besser, hä? Besser? Ja, wegen der Migräne, meine. Ach so, ja, mein so ein Spaziergang an der frischen Luft, der hilft mir mit mehr wie Tabletten, gell? Ja, das freut mich aber, gell. Und du, Helga, auch Migräne? Ja, wann du wolltest heimgehen? Ja. Stimmt. Ich hab nicht ja draußen getroffen. Ich hab ein bisschen Kopfweh gehabt. Und da hab ich mir gedacht, so ein kleiner Spaziergang. Ja, behalt's für eure Methode der Kopfschmerzbekämpfung ja für euch, gell? Sonst kann unsere Pharmaindustrie demnächst zusperren. Verstehe nicht. Ganz einfach. Die Lüdi, die aber Kopfweh hat, die macht seit neuestem bloß nur einen kleinen Spaziergang. Ja. Auch wenn's bloß bis zum Uli sein Haus geht. Ja, mein Gott, ich bin bei meinem Spaziergang zufällig am Uli seinem Haus vorbeigekommen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Lydia, wenn du schon mal da bist, dann kannst du ja gleich einmal schauen, wie es am Uli geht. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich beobachtet werde. Du hast dich doch sonst nie für ihn interessiert. Im Gegenteil, hast du immer ein bisschen geschimpft, wenn ich mal später heimgekommen bin. Und jetzt auf einmal... Also jetzt war einmal zu, gell? Erstens hätte ich nichts gegen spät heimkommen. Und zweitens warst du meistens hackedicht. Geh hackedicht. Ja. Ich glaube, gell, aber. Und drittens ist es wohl selbstverständlich, dass man den besten Freund von seinem Mann sucht, um sich zu erkundigen, wie es um ihn steht. Ja, und wie steht es um ihn? Ja, keine Ahnung. Der Pfarrer Paulus hat mich nicht zu ihm lassen. Ja, hast du wirklich gemeint, wenn er mich, seinen besten Freund und Bürgermeister, nicht hinlässt zu ihm, dass er die dann da reinlässt? Also, ich gehe jetzt den Rosen mähen. Hm? Den Rasen schneiden. Ja, das bringt mich vielleicht auf andere Gedanken. Und außerdem macht's ja sonst keiner. Ja, sag einmal, ist der immer so. In Anbetracht der Situation kann man ihm das, glaube ich, schon verzeihen. Ja, du hast recht. Aber gut, dass er weg ist. Kss. Ja, einmal. Es geht um einen Uli. Ach so. Oh ja, erzähl schon. Moment. Ja, das weiß ich selber. So, jetzt kommst. Warum warst du beim Uli? Ja, das habe ich dir doch gerade gesagt. Ich bin zu. Lydia, das kannst dein Mo erzählen. Mein Gott, es war halt wichtig gewesen, dass ich mit dem Uli ein paar Worte rede. Und was waren das für Worte? Nichts Besonderes.
Über was man halt mit jemandem redet in den letzten Stunden seines Lebens. Ach, das ist ja interessant. Und über was unterhält man sich da so? Was denn ich? Über dies und das? Über das Wetter oder über die Zukunft? Du möchtest mit dem Sterbenden über die Zukunft reden? Ja, wie blöd ist denn das? Mein Gott, halt dann über die Vergangenheit. Ja. Also du bist vielleicht kleinlich. Möchtest sonst noch was wissen? Sonst darf ich mich jetzt ganz gern ums Essen kümmern. Und das tue jetzt du übrigens auch machen. Ich hab vorgekocht. Außerdem nimmst du Alfred nicht so genau mit den Mahlzeiten. Ah ja, das kann ich verstehen. Bei deinen Kochkünsten. Was soll denn das heißen? Der Alfred hat dich noch nie beschwert. Na ja, warum auch, gell? Meistens ist er in der Kantine und am Wochenende, da lässt er sich vom Uli seiner Köchin verwöhnen. Jetzt reicht's aber. Ich bin eine ganz gute Köchin. Oh mein, also wenn ich da an deine letzte Weihnachtsgans denke, oh, die war so trocken. Dagegen ist die Wüste Gobi das reinste Feuchtbiotop. Aber Lydia, was ist denn bloß los mit dir? So kenne ich dich gar nicht. Ach, ich weiß ja auch nicht. Wahrscheinlich hängt's mit dem Uli zusammen. Also jetzt sei mir bitte nicht böse, aber ich hab nicht den Eindruck gehabt, dass er dir besonders am Herzen liegt. Für jeden von uns ist einmal die Uhr abgelaufen. Den einen trifft später und den anderen eben früher. Ja, also der Kurti, der hat mir da vorhin was gesagt, was mir keine Ruhe mehr lässt. Nämlich, dass Männer in den letzten Stunden ihres Lebens redselig werden. Ach wirklich? Hat denn der Kurti Erfahrungen mit sterbenden Männern? Oh, keine Ahnung, aber mei, es hat mich halt doch ein bisschen verunsichert. Jetzt, wo doch der Herr Pfarrer so lang bei ihm ist. Na und? Soll's doch reden, solang's wollen. Mei, wenn's am Uli hilft und was den Herrn Pfarrer betrifft, das ist ja schließlich sein Job. Glaubst du, dass der Uli ihm seine ganzen Sünden beicht? Möglich war's. Gibt's denn was, was die betrifft, was der Uli beichten kann? Ja, also, es gibt da schon so ein kleines Vorkommnis, über das der Uli mit dem Herrn Pfarrer lieber nicht reden sollte. Was für ein Vorkommnis? Ach, das ist schon ganz lang her, ein paar Jahre. Ja, der Kurti, der war auf einem Kongress und ich hab keine Lust zum Kochen gehabt und dann bin ich zum Uli in die Wirtschaft gegangen. Und davon soll der Uli am Herrn Pfarrer nichts erzählen. Ja, und selbst wenn. Also in den letzten Stunden von seinem Leben hat er sicher über was Wichtigeres zu reden, als darüber, dass du bei ihm einmal gegessen hast. Ich hab nicht nur gegessen, sondern auch was getrunken. Ja, aber das finde ich ist kein Grund. Alkohol, ein Absacker an seiner Bar. Na ja. Ja, du weißt doch, ich vertrag nichts. Ja, und weiter? Wie viel Alkohol? So viel, dass ich eingeschlafen bin. Oh. Und aufgewacht bin im Uli sein Bett. Ach du Schande! Du sagst es. Ja, und weiter? Was ist passiert in der Nacht? Weiter! Das weiß ich eben nicht. Wir? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Hast du das am Kurti erzählt? Was? Ja, freilich. Dass ich vielleicht mit seinem besten Freund der Nacht verbracht hab. Also, wie auch immer. Nein. Ja, und warum hast du dann Uli nicht gefragt, was in der Nacht passiert ist? Das hab ich doch. Ja, und? Du kennst doch einen Uli. Erst hat er behauptet, das war die schönste Nacht seines Lebens, die er jemals mit einer Frau verbracht hat. Und dann hat er gesagt, dass er im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen hat. Es gibt sowas wie einen Ehrenkodex. Nie mit der Frau des besten Freundes. Wir haben dann nie wieder über diese Nacht geredet. Aber das mit dem Wohnzimmer, das hört sich doch logisch an. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß doch nicht einmal, ob ich mir seinen Schlafanzug selber angezogen hab. Ah, das beweist ja auch gar nichts. Aber wenigstens hast du einen angehabt. Ja, aber trotzdem weiß man lieber, wenn einem Herrn Pfarrer nichts davon erzählt hat. Was? Davon erzählt hat was? Was hast du gerade gesagt? Wenigstens hast du einen angehabt. Da hast du dich verhört. Oh, ist schon so spät. Ich geh dann einmal. Nein, Moment. Ich bin doch nicht blöd. Du hast gesagt, Helga,
Konnte es sein, dass du mir jetzt was erzählen musst? Na ja, ich wollte aus dem gleichen Grund zu ehren wie du. Na, ich bin ja baff. Ausgerechnet du. Ja, du, wo du doch mit dem Alfred so glücklich bist. Ach, du mit dem Kurti vielleicht nicht. Das ist was anderes. Ich weiß ja nicht einmal, ob überhaupt was passiert ist. Du dagegen, also Helga, Helga. Ja, jetzt fang du an, dass du mir Vorwürfe machst. Das erledige ich schon selber. Wir müssen unbedingt verhindern, dass der Uli am Herrn Pfarrer seine Sünden beichtet. Ja, jedenfalls die, die uns betreffen. Ja, nur wie soll man das machen? Oh, keine Ahnung. Und wenn er schon erzählt hat, oh, dann werden wir es am Sonntag in der Kirche erfahren. Wenn der Herr Pfarrer Predigten über Treue hält und anschließend auf seinen Beichtstuhl aufmerksam macht, oh Gott, an die Buße, die er uns auferlegen wird, möchte ich gar nicht denken. Hauptsache, unsere Männer erfahren nichts. Das wird sich nicht verhindern lassen. Ja, oder wie soll man denen künftig erklären, dass wir die Hälfte von unserem Haushaltsgeld in den Klingelbeutel schmeißen? Ja, und wenn wir es einer sagen? Der Uli ist schließlich einer Feind. Ah ja, das ändert natürlich alles, gell? Ja, aber was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Na, jetzt muss ich aber wirklich. Der Alfred wird sich wundern, wo ich bleib. Ich muss rüber. Wir sehen uns. Ah, Helga! Ja? Du hast nichts Unüberlegtes. Lydia! Was ist? Ja, wo ist denn Helga? Ich habe am Alfred gesagt, sie hätte was Wichtiges mit dir zum Reden. Mei, was für Helga schon wichtig ist, gell? Ja, aber die ist ja gerade zu euch übergegangen. Ihr müsst jetzt euch eigentlich drauf haben. Ja, haben sie aber nicht, weil der Alfred ist ja durch den Garten gekommen. Du, übrigens, das mit dem Rasen, das wird nichts. Ja, der Meier hat seinen Geist aufgegeben. Wir ihn anlassen wollten, hat er mal so gescheit gefunden und dann ist er auch mit mir aufgestimmt. Oh mein, das ist aber ärgerlich. Ja, Alfred, kannst du das nicht reparieren? Du bastelst doch so gern. Ich hole bloß noch schnell eine Milch, gell? Ja, das habe ich schon probiert. Das ist sinnlos. Weißt du, das Teil ist hinüber. Mei. Hoffentlich ist das kein Zeichen. Zeichen? Ein Zeichen für was? Ja, kannst du das nicht denken? Du meinst. Ja, den Meier, den habe ich doch vom Uli geschenkt gekriegt. Ne? Vielleicht gibt's ja da eine Verbindung. Zwischen einem Uli und einem Rasenmäher. Das fängst du aber nicht zum Spinnen, oder? Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, wie man meint. Ja, dann brauchen die ja jetzt keine Angst mehr haben. Ich Hornochs, ich Idiot! Wie hat mir das bloß passieren können? Ausgerechnet mit der Moni! Dabei ist sie gar nicht mein Typ. Ja, mei, der Alkohol hat dich halt blind gemacht. Na toll. Das ist einmal ein Argument, was Helga mit Sicherheit akzeptieren wird. Also wenn dir nichts Besseres einfällt, dann halt einfach dein Pappen, ja? Du, gell, du brauchst deinen Frust jetzt nicht an mir auslassen, ja? Soll denn ich da sagen? Meine Güte, ich sehe am Fahrer schon vor mir, wie er. Wir haben am Sonntag von der Kanzel auf uns runterpredigt. Was mit den üblen Sündern geschieht, die wo einen Bauantrag fürs Pfarrzentrum so lange in der Schublade verschwinden haben lassen, bis der Investor fürs Einkaufszentrum seine Baugenehmigung gehabt hat. Und alles bloß, weil er einem Bürgermeister so ein prallgefülltes Kuvert zugeschoben hat. Damit hast du ja einen Vogel abgeschossen, gell? Du, aber so eine Beichte, die unterliegt doch der Schweigepflicht. Ja, und? Der Pfarrer wird uns schon die Hölle heiß machen. Und dann wird er uns eine Buße auferlegen, die wir bis zum jüngsten Tag nicht vergessen. Und dann wird er darauf bestehen, dass ich von meinem Amt zurücktritt. Herrschaftszeiten, warum hab ich am Uli das bloß verzeihen müssen? Ja, aber die Hauptsache ist doch, er erzählt unsere Frauen nichts. Da bitte, mal einen Teufel nicht an die Wand. So naiv wird Lydia, als wird die dieses Vergehen am Ministerpräsidenten höchstpersönlich vordrungen. Meinst du? Ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Und dann kriegst du von deiner Helga auch drauf Prügel und hinterher reicht sie die Scheidung. Ja, du weißt aber auch schon bei wirklich, wie man einen aufbaut. Ja, geht's. Nur ist ja nicht einmal sicher, dass der Uli das am Fahrer überhaupt verzeiht hat, ne? Ja, der Uli war doch unser Freund, ne? Und wir Männer, wir halten wir doch zusammen. Ja, und wenn er seine Seele erleichtern wollte, was soll er denn für einen Grund gehabt haben, stundenlang mit dem Pfarrer zum Reden? Mein Gott, jetzt reden wir vom Uli schon in der Vergangenheit, wie wann's ihn schon immer gegeben hat. Geh weiter, ruf doch nur mal bei der Moni auf, vielleicht gibt's ja schon was Neues. Ja, das mach ich. Ja.
Was ist denn passiert? Du machst ein Gesicht, wenn du den Leibhaftigen gesehen hättest. Nein, nein, den nicht hier. Hier den anderen sein, seinen Konkurrenten da. Was? Was tut denn der Pfarrer da? Ich hab gemeint, der sitzt bei Mulli. Es kann bloß eins bedeuten. Du meinst? Ja. Dann war deine Theorie mit dem Rasenmäher doch richtig. Ja, ja, der Mulli hat dem die Geschichte mit dem Bauantrag verzeiht, das gespürt. Und jetzt kommt er und will mit mir drüber reden. Hey, Kurti, jetzt kippt mir du ja nicht um. Ja, geht schon wieder. Du, lass ihn nicht rein, ja? Führen gleich hinter zum Gartenhäusl, die Lydia. Darfst ihn auf gar keinen Fall sehen, nicht bevor ich rausgebracht hab, was der weiß. Ich komm dann auch gleich. Ja, mach ich. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Und mein Bürgermeister. Genau, die Sonne scheint doch so schön. Jetzt sag's einmal selber, wann haben wir zuletzt schon einen Herbst gehabt? Was ist denn los mit dir, mein Sohn? Ja. Beruhig dich nur wieder. Ich war gerade im Rathaus und da hat man mir gesagt, der Herr Bürgermeister ist daheim. Nein, Herr Pfarrer, ich hab doch. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Sie kommen bestimmt wegen Uli zu mir. In der Tat, ja. Aber woher wissen Sie das? Ja. Der Herr Wenzel hat gesagt, er hat noch niemand was erzählt. Na ja, dazu hat er ja keine Zeit mehr gehabt, nicht? Wie? So schnell wie das jetzt gegangen ist. Tja. War schlimm. Ja, es war ein eher trauriges Zusammentreffen. Ja, hat er sehr leiden müssen? Es ist ihm nicht leicht gefallen, das war spürbar. Ja, mei, wem fällt denn das schon leicht, das Abschied nehmen? Ne? Mein Gott, ist das nicht eine furchtbare Geschichte? So ein herzensguter Mensch. Ja, ja. Ja, damit 62, das ist doch kein Alter. Ach, ich finde, das ist gerade das richtige Alter. Ha? Na ja, noch dazu, wenn man es sich leisten kann. So wie der Herr Wenzel. Sie meinen, weil keine Angehörigen mehr da sind? Ja, ich glaube eher, dass seine Gesundheit ausschlaggebend war. Ah. Ja, wie auch immer, er wird mir fehlen. Wenn ich da nur an seinen Schweinsbrand denke und seine Nachspeisen. Wie können denn Sie jetzt in so einem Augenblick ans Essen denken? Gut, bitte. Hat er denn noch irgendwas gesagt? Ich meine, über seine Gäste. Ja, darüber haben wir uns ausgiebig unterhalten. Vor allem, wie die wohl reagieren werden. Ah, verstehe. Geht es vielleicht ein bisschen präziser? Nein, im Moment leider nicht, weil der Herr Wenzel hat mich gebeten, dass ich vor der Hand noch keine Einzelheiten weitergebe. Aber eins kann ich verraten, und das ist auch der Grund, warum ich da bin. Es gibt Neuigkeiten in Sachen Pfarrzentrum. Na. Sie werden doch nicht erkältet sein. Nein, geht schon wieder. Gehen wir doch in den Garten raus, Herr Pfarrer. Ja, da können wir uns ungestört unterhalten. Was wollen Sie denn nur mit Ihrem Garten? Ja, haben Sie meine Rosen schon gesehen? Meine Rosen? Ja, eine halbe Stunde gehen wir essen. Ach, Frau Hildebrand. Ach, ja. Grüße Gott. Herr Pfarrer, ja, Sie da bei uns und nicht beim Uli. Ja, ich habe schließlich noch andere Verpflichtungen, Frau Hildebrand. Ja, schon, aber ich meine, jetzt so ein Fall hat doch oberste Priorität. Es gibt keinen Fall mehr. Der Fall ist abgeschlossen. Na, dann ist er also. Ja, ich hab's gerade zu Ihrem Mann gesagt, ich habe einige interessante Sachen erfahren beim Herrn Wenzel. Aha. Und wenn Sie den nächsten Tag einmal Zeit hätten, dann hätte er mich gerne unterhalten mit Ihnen über die Sachen. Dann hat er's also erzählt. Ja, wir haben uns ausgiebig drüber unterhalten. Ja, ich komm dann gleich morgen bei Ihnen vorbei, Herr Pfarrer, dann können wir über alles reden, gell? Aber bitte. Bitte denken Sie jetzt nichts Schlechtes über den Uli. Mei, im Grunde genommen ist er wirklich ein herzensguter Mensch, gell? Ja, ich muss noch mal schnell zum Kramer. Ich hab was vergessen. Ja, aber. Was hat jetzt Ihre Frau da gemeint? Warum soll ich schlecht denken über den Herrn Wenzel? Ganz im Gegenteil. Sie haben ja ganz schön was erfahren von ihm. Ne? Ja, eben. Und wenn man bedenkt, wie viel Gutes das er schon da hat für unsere Gemeinde. Allein schon die Renovierung vom Landwirtschaftsmuseum, nicht? Ja, wir werden ihn wohl alle vermissen. Den wohl beliebtesten Bürger in unserem Städtchen. Ja. Nach meiner Wenigkeit, versteht sie. Ja, Sie wollten mit mir übers Pfarrzentrum reden. Danke, mein Sohn, ich trinke keinen Alkohol. Ich schon. Ja, und über das Pfarrzentrum reden wir anders mal.
Verstehe. Ja, aber Sie sollten vorab schon mal eins wissen, Herr Pfarrer. Es hat nichts mit Erna persönlich zum Tor und mich nicht verurteilen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Naja, gut, also es geht um die Rede zwecks der Eröffnung vom diesjährigen Erntedankfest. Welche Rede? Na, ja, der Herr Pfarrer meint die Eröffnungsrede nächsten Sonntag. Ja, das habe ich schon kapiert, ich bin ja nicht blöd. Ach so. Also eigentlich wollte der Herr Wenzel die Rede dies Jahr selber halten, aber nachdem das ja jetzt nicht mehr möglich ist, habe ich mir gedacht, Sie als unser Bürgermeister wären der richtige Ersatz. Ja, und in dem Zuge hätte ich gern ein paar Änderungen vorgeschlagen. Ja, aber Sie sind doch jetzt nicht zu mir gekommen, weil Sie mit mir über irgendwelche Festlichkeiten diskutieren wollen. Irgendwelche Festlichkeiten? Herr Bürgermeister, ich bitte Sie, das Erntedankfest ist nicht irgendeine Festlichkeit. Nein, wir danken damit unserem Herrn, dass er uns mit einer ertragreichen Ernte gesegnet hat. Ja, ja, das ist schon klar, da haben Sie ja recht, freilich. Ja. Ich hab bloß gemeint, dass man in Anbetracht der Umstände, ja, das Erntedankfest, das ist ja schon nächste Woche. Und da habe ich halt gemeint, dass man aus Gründen der Pietät... Was redest du denn für wirres Zeug, mein Sohn? Wir werden doch wegen dem Herrn Wenzel nicht auf unser Erntedankfest verzichten. Also zur Sache jetzt. Ich habe nicht viel Zeit, weil meine Haushälterin wartet zum Mittagessen auf mich. Schauen Sie, ich habe da mir erlaubt, einige kleine Notizen bezüglich Ihrer Rede zu machen. Wenn Sie es mal anschauen wollen, Herr Bürgermeister. Ja, sehr schön. Ja, Sie sollten in Ihren Worten mehr auf die Jugend eingehen. Vor allem auf deren Alkoholkonsum. Ich meine, der Herr schenkt uns zwar die Reben, aus denen wir den Wein herstellen. Das Abendmahl ist ja auch nicht ohne Alkohol über die Bühne gegangen. Da haben Sie recht, ja. Aber trotzdem, wenn ich da an die Feierlichkeiten vom vorigen Jahr denke, im Übrigen löst der Alkohol über die Maßen, Genossen, auch bei Erwachsenen einige Wirrungen aus. Gell, mein Sohn? Ja. Naja. Wie dem auch sei, ich hoffe, meine kleinen Aufzeichnungen sind Ihnen behilflich, dass Sie die richtigen Worte finden. Ja, ja, ganz gewiss. Ja, dann darf ich mich verabschieden. Wiedersehen. Wiederschauen, Herr Pfarrer, wiederschauen. Gesegnete Mahlzeit. Ja. Was gibt's denn bei Ihnen heute? Ja, wenn meine Frau irgendwann einmal alles beieinander hat, dann einen Kaiserschmarrn. Ein Kaiserschmarrn. Mei, der war beim Herrn Wenzel immer besonders gut. Ach, ich werde seine Küche vermissen. Ja. Naja, ich finde schon allein raus. Ja. Ein Kaiserschmarrn. Ja. Also sowas, der Uli, Gott hab ihn selig, ist soeben von uns gegangen. Und der Pfarrer macht sich Gedanken über eine Rede und vermisst sein Kaiserschmarrn. Naja, der war aber wirklich immer besonders gut, dem Uli, sag ich. Sag einmal. Hast du dem seine Andeutungen gehört? Welche Andeutungen? Na, das Gerede von Alkohol. Naja, dass unsere Jugend zu viel trinkt. Der Schmarrn, dass er auch bei den Erwachsenen Wirrungen auslöst. Na, klingelt. Bitte hör doch auf, was soll denn ich da sagen? Ich hab gemeint, mein Herz bleibt stehen, wie der mit dem Pfarrzentrum anfängt. Der weiß Bescheid, das ist sicher. Der Uli muss ihm das mit mir und der Moni und deine Geschichte mit dem Bauantrag erzählt haben. Ja, das sicher ganz genauso. Und jetzt lasst er uns an der Angel zappeln. So ein Mist! Mir steckt ja ganz schön in der Scheiße. Wenn ich das sage, ich bin doch genauso entsetzt wie du. Ja, gestern auf die Nacht habe ich mich nur mit dem unterhalten und heute. Was meinst du? Wegen der Baugenehmigung, ja, mei, da wird mir dann schon irgendwas einfallen. Ha, 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 ja, dein Posten steht ja nicht auf dem Spiel dann. Ach, geht's. Hätte ich aber beinahe was gesagt. Zerfitz, warum habe ich mich bloß auf dieses Geschäft eingelassen? Ja. Frau Dr. Lessing. Ja. Ist unser Klingel kaputt? Bitte? Ach so, nein. Das heißt, ich weiß nicht. Ich habe nicht gewusst, ob ich störe. Also, nein, nein, Sie stören doch nicht, Frau Doktor. Bitte kommen Sie rein. Ja? Nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Was kann ich für Sie tun, Frau Doktor?
Ja, wollt's vielleicht eine Tasse Kaffee? Ja, sehr gern. Entschuldigung. Jetzt schon. Hildebrand? Ja, du hast richtig gehört, ja. Ja, vor nicht einmal einer Stunde. Ja, der Pfarrer war bei ihm, stimmt. Nein, ich weiß nicht, was die zwei so lang zum Reden gehabt haben. Wieso? Ja, wenn's nicht wichtig ist, warum fragst du denn da? Ja, für die. Ja, tut mir leid, Frau Doktor, aber die Nachricht vom Herrn Wenzel, seinem Tod, die verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Hm? Ja. Jetzt rufen die Leute alle bei mir an und wollen wissen, was der Pfarrer so lange bei ihm zum Reden gehabt hat. Aber jetzt einmal zu Ihnen. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Ja, eigentlich bin ich auch wegen dem Uli, dem Herrn Wenzel da. Ich hab's gerade erst von der Frau Sommer erfahren. Ich wollte Blumen für die Praxis kaufen und da hat sie mir erzählt, dass der Herr Wenzel heute Mittag gestorben ist. Naja, das ist doch eine schreckliche Geschichte. Ja. Ne? Ich konnte es selber noch gar nicht glauben. Ja. Gestern Abend bin ich noch bei ihm gewesen. Hab ein Bier mit ihm getrunken. Ach. Und heute, mein Gott. Ja, kann ich Ihnen zum Kaffee was anbieten? Nein, danke. Ich will auch gar nicht lange stören. Aber Sie stören doch nicht. Ja, jetzt sagen Sie mal, war er denn wirklich so krank? Ich hab gemeint, er war bloß ein bisschen erkältet. Ja, genau so war's auch, aber ich war in dem Glauben, dass es ihm schon besser ging. Seinen gestrigen Termin hat er telefonisch abgesagt. Er hat sich zwar ernst angehört, hat auch keinen von seinen üblichen Scherzen gemacht, aber ich hab mir nichts dabei gedacht. Ach, hätte ich doch bloß noch mal nach ihm geschaut. Ja, Frau Doktor, Sie brauchen sich doch jetzt keine Vorwürfe machen. Der Uli war ein erwachsener Mann, ja. Ja. Aber jetzt einmal zu Ihnen. Warum sind Sie denn gekommen? Ja, vielleicht sollte ich Sie doch nicht damit belästigen. Sie belästigen mich doch nicht. Ich habe für alle meine Mitbürger immer ein offenes Ohr. Auch für Sie, Frau Doktor. Oh, sagen Sie doch nicht immer Frau Doktor zu mir. Es ist, ich habe dem Herrn Wenzel mal was anvertraut. Sie, ja. Ja, und, ich meine, jetzt kommen Sie schon, mir können Sie es erzählen, ich bin doch Ihr Bürgermeister. Also gut, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass einige Leute bei Ihnen angerufen und nachgefragt haben, was der Herr Pfarrer so lang bei Herrn Wenzel gemacht hat. Ja, so ist es. Ja, im Grunde wollte ich Ihnen die gleiche Frage stellen. Ja, also Ihnen kann ich es ja erzählen. Ja. Wollen Sie auch einen Cognac? Nein, nein, kein Alkohol. Oh, ja. Also, der Herr Pfarrer... Mhm. Hat dem Uli die Beichte abgenommen. Oh Gott! Na, haben Sie sich verschluckt? Geht's wieder? Danke. Hat denn der Herr Wenzel was zu beichten gehabt? Na ja, sagen wir mal so, der Herr Wenzel hat viel über die Bewohner unseres Ortes gewusst. Da waren doch manche recht unvorsichtig und haben ihm das ein oder andere erzählt. Und ganz offenbar waren da auch so brisante Sachen drunter, dass der Herr Wenzel sie nicht mit sich ins Grab nehmen wollte, ohne dass er es vorher jemand anderem erzählt. Ja, und was könnten das für Sachen gewesen sein? Nein, was weiß ich. Frauengeschichten, manipulierte Bauanträge, Betrügereien. Oh Gott! Was ist jetzt? Sagen Sie halt einen Ton, Sie können doch auch ein Glas. Nein, nein, ich trinke kein Alkohol. Das sieht man. Was meinen Sie mit Betrügereien? Na, womöglich nehmen es einige unserer Mitbürger mit der Ehrlichkeit nicht so genau. Oh Gott, danke. Oh, jetzt reicht's mir aber. So, bitte. Aber ich hab doch gesagt, dass ich keine... Na, Sie trinken das jetzt und schütten es ja höchstpersönlich rein. Runter damit. Sag einmal, wieso verleihst denn du die Frau Dr. Lessing zum Trinken? Grüß Sie, Frau Dr. Lessing. Ich Sie verleihen? Grüß Gott, Frau Bürgermeister. Oh, ich bin kein Bürgermeister. Ich auch nicht. Du weißt doch, dass sie keinen Alkohol mag. Ja, da kann ich ja bloß lachen. Hättest du mal sehen sollen, wie die den Cognac weghaut. Also, ich muss mich für meinen Mann entschuldigen.
ist schon gut. Oh Gott, oder hat er ja vielleicht schon, ha? Na, ist doch Scham, die Kurt. Geht's Ihnen gut, Frau Doktor? Kommen, setzen Sie sich. Ja, Ihr Mann kann nichts dafür. Ich hab mich ihm freiwillig hingegeben. Was? Dem Alkohol. Und betiteln Sie mich nicht als Frau Doktor. Ja, also, wie Sie wünschen, aber Sie trinken doch sonst nicht. Es ist, wie soll ich sagen, es ist wegen dem Herrn Wenzel. Du liebe Zeit. Oh Gott, oh Gott, ja frei. Das war für uns alle ein Schock, gell? Da. Oh, du sollst doch nicht. Oh, danke. So schrecklich! Also glauben Sie nicht, dass das jetzt ein bisschen zu viel wird für Sie, Frau Doktor? Oh, Sie sollen nicht immer Frau Doktor zu mir sagen. Wollen Sie mir denn nicht endlich sagen, was Sie druckt, ha? Mei sicher, der Herr Wenzel, der war Ihr Patient. Ja. Haben Sie ihm vielleicht Medikamente gegeben, an denen ihr... Um Gottes Willen, nein! Oh, es ist mir so peinlich. Sie müssen nämlich wissen, aber das dürfen Sie niemandem sagen. Versprechen Sie mir das? Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja, Sie können sich auf uns verlassen. Ich kann schweigen wie ein Grab. Oh. Lydia, bitte. Obwohl, jetzt, wo er sich ja schon den Herrn Pfarrer gebeichtet hat, ich habe ein Geheimnis. Ja? Ich bin keine Frau Doktor. Was? Ja, aber Sie haben doch seit Jahren Ihr Praxis. Ja, natürlich. Oh, aber... Wie damals das Schild für die Praxisräume angefertigt wurde, hat man versehentlich das Wort Doktor mit draufgeschrieben. Anscheinend hat man sich gedacht, dass ein Arzt auch automatisch ein Doktor ist, aber ich hab nie promoviert. Oh mein Gott, Sie sind doch trotzdem eine ausgebildete Ärztin. Ja, das schon, aber kein Doktor. Ich hab den Titel zu Unrecht. Ach. Da sind Sie nicht die Einzige. Lass es doch das Schild ganz einfach ändern. Aber dann mache ich die Leute doch erst recht auf den Schwindel aufmerksam. Oh, hätte ich doch bloß dieses verdammte Schild nie hinmachen lassen. Aber ich wollte halt so schnell wie möglich eröffnen. Und ich habe mir immer vorgenommen, dass ich das Schild sofort ändern lasse. Aber irgendwann... war es zu spät. Ja, also da gibt's jetzt nur eins. Sie müssen mit dem Herrn Pfarrer reden. Nein. Ja, machen Sie ihm klar, dass das ein Missverständnis war. Ein Irrtum. Oh ja, mei, sowas kommt vor. Und wenn Sie dann vielleicht noch eine kleine Spende für die Renovierung von unserem alten Fahrzeug drum, wo doch so ein Idiot im Rathaus geschlampert hat und die Genehmigung für einen Neubau an einen Investor vom Einkaufszentrum gegangen ist. Geht schon wieder. Und Sie meinen, dass mich der Herr Pfarrer vielleicht gar nicht bei der ersten Kammer anzeigen wird? Vielleicht hat der Uli ihm ja gar nichts erzählt. Ja, aber Sie haben doch selber gesagt, dass der Herr Pfarrer dem Uli die Beichte abgenommen hat. Oh. Ui. Ups. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich gehe jetzt dann. Oh, hoppala. Also ich glaube, es ist besser, wenn ich Sie heimbringe, Frau Doktor. Lessing, ohne Doktor. Nein, 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 das braucht's nicht. Ich komme sehr gut allein zurecht, Frau Bürgermeister Hildebrand. Hildebrand, ohne Bürgermeister. Ich kann wirklich allein raus. So, jetzt kommen Sie. Da geht's raus. Okay. Oh, mein Gott. Jetzt ist sowas. Unsere Frau Dr. Lessing ist gar keine richtige Frau Doktor. Wer hätte das gedacht? Hildebrand? Ja, grüß Sie, Frau Sommer. Was kann ich für Sie tun? Ach, ja, da haben Sie richtig gehört. Heute Mittag, ja. Ja, es ist schrecklich. Ja, der Pfarrer war Bayern, das stimmt. Jetzt beruhigen Sie ihn doch, Frau Sommer. Ja, das ist ja für keinen einfach, der einen Uli besser kennt hat, aber also auch wenn das jetzt abgedroschen klingt, das,
Das Leben geht doch weiter, ne? Und was? Was für Blumen? Die Blumen für die Kirche? Sie haben was? Na, das müssen Sie mir jetzt erzählen. Alfred, ich hab mal die Frau Sommer vom Blumengeschäft am Telefon. Jetzt, nein, Sie stören überhaupt nicht. Jetzt nur einmal. Sie haben mit den Blumen was? Nein, ich glaube nicht, dass Sie deswegen direkt in die Hölle kommen werden. Na, aber also, wenn Sie Angst haben, dann beichten Sie es einfach am Herrn Pfarrer, ja? Und dann schmeißen Sie am Sonntag gescheit was in den Klingelbeutel. Nein, ja, für deine Frau Sommer. Ja, was ist denn passiert? Es ist sowas. Die arme Frau Sommer. Tut immer so, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Dabei hat sie für einen Blumenschmuck in der Kirche seit Jahren die nimmer ganz so frischen Blumen hergenommen, die es keinem mehr verkaufen wollte. Hat aber trotzdem den vollen Betrag in Rechnung gestellt. Und warum erzählt sie dir das? Sie wollte wissen, ob das stimmt, was die Leib erzählen, dass der Uli sich am Herrn Pfarrer anvertraut hat. Ja, und was hat jetzt das bisschen? Ein Moment. Jetzt kapier ich's. Und jetzt hat's Angst, dass der Uli sie, um seine Seele zu erleichtern, beim Pfarrer verpetzt hat. Na, die hat Sorgen. Du sag einmal, war Frau Dr. Lessing gerade bei dir? Ja. Ja. Und? Was und? Ja, hat's erzählt, was mit dem Uli los war. Sie hat ihn doch sicher behandelt. Ja, sie war genauso wie mir der Meinung, dass es ihm schon besser geht. Ja? Also seinen gestrigen Termin bei ihr, den hat er jedenfalls abgesagt gehabt. Hey, was? Ja, und warum hat er dann früher zugesperrt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er anders drauf wie sonst. Ja? Ziemlich ernst und ohne die üblichen Scherze auf seinen Lippen. Ja, und da geht die Frau Doktor der Sache nicht auf den Grund. Frau Doktor? Warum sagst du jetzt das mit so einem komischen Unterton? Ja, ich hab ja mein Ehrenwort als Bürgermeister gegeben, dass ich nichts sag. Du lieber Himmel, bei deiner Geheimnistuerei da kann man ja gleich meinen, dass ich war ein Scharlatan. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Sondern? Ich sag nichts mehr. Ist sie vielleicht gar keine Ärztin? Ja, freilich ist sie eine Ärztin, aber keine Promovierte. Hä? Aber auf dem Schüttel in der Praxis, da steht doch... Ein Fehler bei der Herstellung. Ein Fehler? Ein Fehler. Jetzt kapiere ich ja, warum sie bei dir war. Es geht ja nicht anders als wir uns und der Frau Sommer. Sie wollte wissen, ob das stimmt, dass der Pfarrer so lange beim Uli war. Hä? Und jetzt hat's Angst bei mir alle, dass unser Herr Gottesdiener beim Vollzug vom Sterbesakrament die so eine oder andere Geheimnis aus dem Haus erkitzelt hat. Ja, du warst ein Superkriminologe. Nicht zum Glauben. Erst du mit dem Bauantrag, dann ich und Moni und dann auch noch Frau Dr. Lessing und Frau Sommer und... Ja. Weißt du, was ich glaub? Das waren ja nicht alle. Ja, du liebe Zeit, da hat der Uli seine Stange gestern mal ganz schön mal so da. In unserer Klosterstadt, da gibt's sicher keine Massenmörder. Aber eine Leiche, und wenn's bloß ein klitzekleiner ist, die hat doch eh jeder in seinem Keller. Ja, und so wie es ausschaut, hat der Uli seine letzten Atemzüge dazu hergenommen, dass er diese klitzekleiner Leichen ans Tageslicht bringt. So schaut's aus. Aber no gibt's ja keine Beweise, ne? Vielleicht ist das ja alles bloß ein Zufall. Das hätt's gern. Na, Kurti, ich wette um alles, dass der Pfarrer Paulus über alles im Bilde ist. Der darf zwar offiziell nichts sagen, will aber, dass wir mir zu ihm kommen und auspacken. Und bis dahin versetzt uns der einen Nadelstich nach dem anderen. Ja, ja, aber solange wir mir nichts zugeben, weißt, kann er sich nicht sicher sein. Ja, wer weiß denn, in was für einem geistigen Zustand der Uli kurz vor seinem Tod überhaupt war? Ja. Da bin ich wieder. Mei, du gibst der Frau Lessing nie wieder einen Alkohol. Du, da kann ich wirklich nichts dafür. Die hat mir den Cognac förmlich aus der Hand gerissen. Na ja, sie hat auch ihren Grund dazu gehabt, nicht? Wie kommst denn da drauf? Geh jetzt, tu doch nicht so. Ich bet mit dir, du darfst dir auch Beruhigungsschnapsal genehmigen, wenn du die Frau Doktor heißen darfst, du gar keine bist und Angst haben musst, dass der Pfarrer das weiß. Ne? Bravo, Kurt. Also glaubst du, kannst an nichts für die halten? Er ist von selber drauf gekommen. Ach. Ja, und abgesehen davon, früher oder später erfahrt sowieso jeder. Eben, da wird der Paulus schon dafür sorgen. Was hat denn da jetzt der Pfarrer Paulus damit zum tun? Also, ich bin mir ganz sicher, dass der Uli am Pfarrer seine Sünden beicht hat und gleich dazu nur ein paar Geheimnisse verraten hat, die seine Schaferl ihm anvertraut haben. Ja, da werden schon ein paar Schafhaar mit dabei gewesen sein.
Wie meinst du denn jetzt das? Ja, und wenn schon. Wer ehrlich ist, braucht keine Angst haben. Was macht die da eigentlich so sicher? Na ja, zum Beispiel die Geschichte mit der Frau Dr. Lessing. Ah, nein, Frau Lessing. Ja, und dann Frau Sommer. Was? Ist die Frau Sommer vielleicht keine Floristin? Voll schlimmer, sie hat am Fahrer geschissen. Was? Alfred, bitte. Na, sie hat die Kirche jahrelang mit verwelkten Blumen geschmückt und hat am Pfarrer in aller Ruhe schiefbrav eine saubere Rechnung an mich geschoben. Ja, mein Gott, wenn das alles ist. Wie kommst du denn da drauf, dass der Pfarrer Paulus das weiß? Zum Beispiel wegen seinen Andeutungen. Zum Beispiel wegen dem Pfarrzentrum. Ne? Alfred! Pfarrzentrum? Ja, ja, jedenfalls, wenn man sowas im großen Stil betreibt, nicht wahr? Macht sie nicht auch die Pflege von ein paar Gräber? Ja. Na, also. Wer die Kirche mit Ausschuss schmückt, mein Lieber, du, der ist schon zu ganz andere Sachen imstande, gell? Mein Gott, jetzt habt's doch nicht dauernd auf der Frau Sommer rum. Ich möchte nicht wissen, wie es der jetzt geht. Mein Gott, das ist doch nicht so schlimm. Viel schlimmer ist, wenn man die Gemeinde bescheißt. Ja, oder ein Ehepartner. Ein Ehepartner? Wie kommt's denn jetzt da drauf? Keine Ahnung. Woher weiß sie? Hast du ihr von der Geschichte mit mir und der Moni erzählt? Schmarrn! Ja, woher weißt du es dann vom Pfarrer Paulus ja wohl kam? Keine Ahnung, von mir auf jeden Fall nicht. Wenn deine Frau das weißt, dann hast du es auch der Helga erzählt beim Frauen heute zusammen. Alfred, jetzt red dich doch nicht so auf. Ey, lass das bleiben, ich muss rausgehen, ob Helga was weiß und wenn, dann gnade dir Gott mir schall. Ja, was hab denn ich da damit zum Tor? Wenn Helga das weißt, dann kann sie es nur von deiner Frau haben und die hat es von dir. Ich schwöre dir, dein Schwur, den kannst du sonst noch hinschirmen. Wenn Helga was weiß von meinem Zeitsprung, dann erzähl ich jedem, der guten Bilder manipuliert hast, du. Hoppala, hoppala, was hat's denn jetzt wahr? Also, ihr macht's einen Krach, dass man's bis auf die Straßen aushört. Da hast du mir sauber was eingebracht. Was ich? Was hab denn ich mit eurem Streit zum tun? Na, denk aber scharf nach. Aber vorher verrat's mir noch, woher du das weißt, dass der Alfred Helga beschissen hat. Wer hat wen? Redst du vom Alfred? Willst du damit sagen, dass der Alfred Helga? Jetzt tu doch nicht so. Ich hab keine Ahnung gehabt, ehrlich. Das ist ja der Hammer. Hör doch auf. Der Alfred meint jetzt, ich hätte dir das verzeiht und ist auf 180. Ja, Schatz, was ist die Helga? Jetzt noch einmal für Begriffsstutzige. Ich hab bis gerade jetzt keine Ahnung gehabt. Ja, und was soll dann diese saudumme Frage oder die saudumme Ansage, die einen abscheißen ihre Gemeinde und die anderen eben ihre Ehefrau? Ich hab nicht Ehefrau gesagt, sondern Ehepartner. Ja, wo ist denn der riesen Unterschied, oder? Ja. Herrschaftszeiten, der Alfred. Wenn der auspackt, dann bin ich erledigt. Also da ist ein großer Unterschied. Ehefrau ist personenbezogen und Ehepartner ist allgemein. Ich verstehe bloß Bahnhof. Ja, das war ja nicht das erste Mal. Mensch, Kurt, ich hab nicht gemeint, dass der Alfred Helga, sondern dass Helga an Alfred beschissen hat. Ja, Alfred Helga, Helga, Alfred. Ich muss auf jeden Fall verhindern, dass die Geschichte mit dem Bauantrag... Was? Na, endlich. Willst du damit sagen, dass die Helga an Alfred... Aber der Alfred hat doch gesagt... Ja, scheinbar haben sie es beide nicht so mit der Treue. Das darf doch nicht wahr sein. Bescheiß die ihr Mo. Also, euch Weiber ist aber wirklich alles zum Zutrauen. Was? Also jetzt hör aber auf, gell? Und was ist mit dem Alfred? Das ist doch ganz was anderes. Der kann ja nichts dafür, der war besoffen. Ja, Helga vielleicht da? Ja, und? Das ist doch noch lang kein Grund, dass man seinen Mob scheißt. Mit wem hat's denn? Mit dem Uli. Ich glaub's nicht. Und der Alfred? Mit der Moni. Was? Was mit dem Uli, seiner Haushälterin? Aber das ist doch gar nicht sein Typ. Das ist doch wurscht, das geht ja so, he? Du sag einmal, wie hast denn du das vorhin gemeint, wenn der Alfred auspackt, bin ich erledigt? Und habe da nicht auch das Wort Bauantrag gehört? Nein, du musst dich verhört haben. Nein. Wem sein Bauantrag meinst denn du?
Also, Spatzl, davon verstehst du nichts. Was? Ja, das sind vertrauliche Geschichten. Ja, so weit kommt's noch, dass ich mit jedem x-beliebigen über Regierungsangelegenheiten rede. Also, bin ich vielleicht x-beliebig? Also, jetzt hörst du aber auf, gell? Bei dem Skandal damals um das angeblich ökologisch anbaute Gemüse von Bauer Rohrmoser, also, da hast ja, du mir... Ja, jetzt nur ein bisschen lauter, das muss doch nicht jeder hören. Jedenfalls hast du mir da davon erzählt. Ja, das war ein einmaliger Ausrutscher. Ja, und was war denn jetzt dann mit dem Bauantrag? Ja, und deine Andeutungen vom Pfarrzentrum? Mein Gott, da hat doch irgend so ein Idiot im Rathaus... Sind die so spät ist schon? Du, ich geh noch mal kurz zur Moni rum. Ja, ja, ich tue es ein bisschen trösten. Die Arme hat ja seit 20 Jahren... Für du gehst jetzt nirgendwo hin, gell? Nee. Nicht bevor du mir erzählt hast, was da mal schiefgelaufen ist. Also, was soll denn da schon schiefgelaufen sein? Mein Gott, die Kirche hat den Bauantrag fürs Pfarrzentrum zu spät eingereicht. Ja, und wie er dann am Bauausschuss vorgelegt worden ist, da war die Entscheidung schon zugunsten des Einkaufszentrums gefallen. Das stimmt doch gar nicht. Der Pfarrer Paulus hat doch ganz was anderes erzählt. Also jetzt bitte misch dich nicht in Sachen ein, von denen du nichts verstehst. Ach, vielleicht soll ich noch mal fragen, wie das damals war. Hm? Ja, das lass du schön brav bleiben. Und wieso? Von dir erfahre ich ja nichts. Das Beste wird sein, ich geh gleich einmal zu ihm. Lydia! Gut. Ich bin derjenige, der damals dafür gesorgt hat, dass die Baugenehmigung an den Investor fürs Einkaufszentrum gegangen ist und nicht an die Kirche. Ja, wie hast denn du das machen können? Die Gemeinde und Herrn Pfarrer so zum Hintergehen? Ja, mein, wir haben doch schon ein Pfarrzentrum. Also, ja, gut, es ist ein bisschen renovierungsbedürftig, aber... Ja, schau, ich als Bürgermeister, ich muss ja hauptsächlich die wirtschaftlichen Aspekte im Auge behalten. Mhm. Ja, schon allein die Einnahmen durch die Parkgebühren, seit es dieses Einkaufszentrum gibt, von den Arbeitsplätzen mal ganz zu schweigen. Ach, der fürsorgliche Amigo. Ja, wer hat denn immer über unsere alte Heizung gemeckert? Jetzt hast du ein neues, ist auch wieder nicht recht. Was hat denn jetzt unsere neue Heizung mit der Baugenehmigung zum Tor? Ja, meinst du, so eine moderne Anlage kriegt man für umsonst? Schon allein die Lohnkosten. Jetzt noch einmal, was hat unsere neue Heizung? Na, oder? Mir ist ja natürlich nicht um diese Heizung gegangen, in erster Linie, sondern um die Arbeitsplätze. Jetzt hör doch mal mit deinen Arbeitsplätzen auf. Sag nicht das. Wie viel? Das habe ich vergessen. Ich möchte jetzt wissen, für wie viel du die Gemeinde verkauft hast. Geverkauft? Kurt! Also gehört. 1000. Wie viel? 40.000, oh. Ja! Der Investor fürs Einkaufszentrum hat quasi unsere Heizungsanlage finanziert. Aber ich habe dieses Kuvert wirklich bloß weitergeschoben. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja kriminell. Ja, wir haben einen kriminellen Bürgermeister. Und ich bin auch noch mit ihm verheiratet. Ja, das ist ja ein Skandal. Skandal. Lass sich der von so einem daherlaufenden Investor schmieren. Schmieren? Mein Gott, der arme Herr Pfarrer. Na, wie enttäuscht der gewesen ist, dass die Baugenehmigung an einen anderen gegangen ist. Und du bist also, schuld. Ja, du. Jetzt mach einmal einen Punkt. Du tust ja gerade so, wie wenn ich der erste Politiker war, der mal einem anderen einen Gefallen tut. Ja. Oh Gott. Ja, wenn das rauskommt. Wenn das rauskommt, wir können uns ja nirgends mehr sehen lassen. Mit den Fingern werden sie auf uns deuten. Das Beste wird sein, wir ziehen sofort in eine andere Stadt. Also, Gespotzel, jetzt übertreib doch nicht. Also, ich hab ja auch schon eine Idee. Was übertreiben? Ja, mei. Durch diese Aktion stehst du am Abgrund. Hoffentlich ist dir das klar. Aber was meinst denn du mit Idee? Ja, schau her, du kennst doch die alte Mühle drüben am See, hm? Ja, was ist mit der? Ja, die wird demnächst abgerissen. Ich hab gemeint, die steht unter Denkmalschutz. Ja, schon noch. Aber das muss ja nicht immer so bleiben, ne? Das wäre doch gelacht, wenn der Pfarrer nicht nur zu seinem Pfarrzentrum kommen würde. Ich rufe jetzt gleich im Landratsamt an. Na, halt. Du wirst doch nicht schon wieder ein linkes Ding machen, Kurt. Ich warne dich. Gell, linkes Ding, das heißt mir kreativen Umgang mit bürokratischen Instanzen. Na, schau her. Nein.
du verstrickst dich doch immer mehr in die Sachen. Schau her, warum gehst du jetzt nicht einfach zum Pfarrer Paulus und sagst ihm, was du gemacht hast? Na, das kann ich nicht. Aber geh, schau, der Alfred meint doch eh, dass er schon Bescheid weiß. Ja, umso besser, da brauche ich ihm ja nicht seine Zeit stehen. Ja, aber der Herrgott vergibt doch nur, wenn du deinen Fehler einsiehst und bereust. Ja, ich bereue ja. Das glaubst du doch selber nicht. Gesponsert, was soll ich denn machen? Also, soll ich jetzt zum Pfarrer hier rennen und sagen, hoch Würden, dass das mit ihrem Pfarrzentrum nichts geworden ist, da können sie einer bei mir bedanken, aber der Investor fürs Einkaufszentrum, der hat mir 40.000 geboten und weil mein Alte keinen kalten Hintern mag. Was? Du bei? Mei, jetzt zieh mich nicht auch noch mit rein. Also, früher oder später wächst der Gras über die Geschichte, du wirst das sehen. Ja, und spätestens, wenn der Pfarrer das erste Mal in seinem neuen Pfarrzentrum steht und auf den See hinausschaut, da wird mir der dankbar sein und wird die Geschichte vergessen. Vielleicht vergisst ja der Herr Pfarrer, aber er vergisst niemals. Ja, und du als Bürgermeister, du musst doch mit gutem Beispiel vorangehen. Wie meinst du das jetzt? Ja, hast denn du schon mal an die anderen gedacht? Welche anderen? Ja, zum Beispiel an Alfred. Ja, der Alfred. Meinst du, der rennt zum Pfarrer und beichtet ihm seinen Seitensprung? Ja, was ist mit der Helga und der Frau Lessing und der Frau Sommer und alle anderen, die in Panik angerufen haben? Ach, Frau Bürgermeister, gut, dass Sie da sind. Ist das nicht furchtbar? Der arme Uli, so ein liebenswerter Mensch und dann in dem Alter. Sie wissen nicht zufällig, über was er mit dem Herrn Pfarrer geredet haben kann? Von mir fange ich erst gar nicht an. Oh. Jeder ist für sich selber verantwortlich, ja? Also wenn die Helga, die Frau Dr. Lessing, die Frau Sommer oder du, wenn die was zum Beichten... Was hast du gerade gesagt? Nichts Wichtiges. Jetzt Moment einmal. Was könnte jetzt der Uli von dir gewusst haben, dass du Angst haben musst, dass er seinem Pfarrer verzeiht hat? Ausgerechnet mit dem Uli? Und ich hab nichts gespannt. Nein. Seit Jahren rede ich zu ihm mit Wirtschaft drüber, lass mein Geld bei ihm. Hab ihm meine Sorgen und Nöte anvertraut. Sogar die Geschichte mit dem Bauantrag hab ich ihm verzeiht. Und was macht er? Scheiß mich hinter meinem Rücken mit meiner Frau, dieser Sauhund! Also jetzt gut, bitte! Ja, und kaum ist er mit dir fertig, nimm das jetzt Helga vor. Wir werden das alles noch nicht gelangert hat, nein, dann muss er sich mit seinen Heldentaten nur vor unserem Herrn Pfarrer recht brutzen. Alles hätte ich mir ein bisschen frei zutrauen, alles aber das nicht. Mei, es tut mir leid, Kurt, wirklich. Ach, geh, hör doch auf. Hat's wenigstens Spaß gemacht? Ich kann mich doch an nichts erinnern. Ja, dann wäre er nicht so gut gewesen, seid er. Superman! Vielleicht hat er bloß einen schlechten Tag gehabt. Kann man denn die Geschichte nicht einfach vergessen? Ja, vergessen. Vergessen, dass mich du mit meinem besten Freund geschissen hast? Aber so weit kommt's noch. Aber vielleicht hab ich doch gar nicht. Mein Gott, na bloß, weil ich an Uli seinen Schlafanzug hab. Mir Vorwürfe machen wegen einem lächerlichen Bauantrag. Aber selber, gegen die bin ich der reinste Samariter. Also jetzt hör aber auf, gell? 40.000 Bestechung gegen einen Herrenschlafanzug. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Na, ich schmeiß jetzt erst recht, da wirst du schauen. Und wenn du glaubst, ich renn zum Pfarrer nach allem, was ich weiß. Brauchst den Trainer, der ist schon da. Ja. Der hat mir gerade noch gesagt. Ja, grüß Gott, Hochwürden, was verschafft mir die Ehre Ihres erneuten Besuches? Ja, darf ich reinkommen? Ja, Sie sind ja schon so gut wie Herrin. Also, bitte. Sie kommen mir ein bisschen schlecht aufgeregt vor. Ja, ist das ein Wunder? Meine Frau kennt es ja. Was hat er denn? Was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin nicht wegen Ihnen da. Ja, da bin ich aber froh. Nein, es geht um Ihre Frau. Ja, wunderbar. Was, um mich? Jawohl. Von Ihnen hätte ich am allerwenigsten erwartet, so enttäuscht zu werden. Siehst du das? Da hast du es. Geht mal ganz genau schon ein paar. Sie sprechen mir aus der Seele. Gut, bitte. Ich war sowieso zu Ihnen gekommen, Herr Pfarrer, aber jetzt, wo Sie sich schon extra herbemüht haben, wir können offen reden. Ja. Mein Mann weiß alles. Hm? Ja, ich bin ja froh, dass ich die Last endlich bei Ihnen loswerde. Ja, es ist ja nur bedauerlich, dass ich es Ihnen nicht schon früher gesagt habe und Sie das vom Uli erfahren haben müssen. Ach, der Herr Wenzel hat mir nichts gesagt, sondern meine Haushälterin.
Ja, wenn's die weiß, dann ist sie eh schon. Dann ist es schon bis da hingegangen. Ja, aber außer dem Herrn Wenzel und der Helga, dann hat doch diese hinterhältige, falsche Schlange. Nein. Das klingt ja gerade so, als ob sie es von mir verheimlichen wollten. Ja, aber so ist sie. Andere die Hölle heiß machen, aber selber. Also jetzt ja. Ich wollte es Ihnen wirklich sagen, Herr Pfarrer, aber diese Schande. Bitte verzeihen Sie mir meine Sünde. Ach, ich bitte Sie, das Wort Sünde ist da wirklich verkehrt. Hä? Das sind ja ganz neue Töne, so kenne ich ja noch gar nicht. Ja, mein, wenn Ihr Frau dies Jahr nicht mitmachen möchte beim Verkauf von den Bastelarbeiten. Während dem Erntedankfest, dann wird sie ihre Gründe haben. Ich war nur sehr enttäuscht, weil ich das über Umwege erfahren habe. Ja, und außerdem gibt es wenige in der Gemeinde, die die Arbeiten der Kinder mit so viel Liebe an die Interessenten bringen wie ihre Gattin. Bastelarbeiten? Ja. Sie reden von Bastelarbeiten? Ja, freilich. Was haben Sie gemeint? Ach, oder hat Ihre Frau vielleicht dunkle Geheimnisse, von denen wir nichts wissen? Naja, Sie können sich das Ganze ja noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich das noch mal anders überlegen täten. Ja, und wenn nicht, dann sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid, damit ich eine würdige Vertreterin für Sie finden kann, gell? Mhm. Ja. Ja, und Sie, haben Sie sich schon Gedanken gemacht? Ich? Wegen was? Ja, wegen dem Alkoholverzicht. Jetzt sagen Sie mir, was soll denn das eigentlich? Was meinen Sie? Na, jetzt kommen wir doch bitte mal auf den Punkt, ja? Wieso? Alkoholverzicht und dann dieses Gelabere von irgendwelchen Bastelarbeiten, die meine Frau am Erntedankfest verhökern soll. Ja, und dann die ganzen Andeutungen von wegen diesem Bauantrag. Dabei wissen Sie über alles längst Bescheid, dank Uli, dem Supermann, dem Verklokafel da. Ja, und jetzt meinen Sie, Sie können Ihre Spiele mit uns spielen, aber nicht mit mir. Also, Herr Bürgermeister, jetzt hören Sie mal zu. Der Weggang vom Herrn Wenzel macht mich genauso betroffen wie Sie. Aber Ihre Trauer berechtigt Sie nicht. Trauer? Wer trauert denn? Sie trauern, und zwar um Ihren Kaiserschmarrn. Was? Ja, das haben wir selber gesagt. Aber was den Uli angeht, ich bin fertig mit dem. Also, Frau Hildebrand, Ihr Mann sollte mal eine Woche ausspannen. Das wird ihm gut tun. Was mir gut tut, das weiß ich selber besser. Das geht das ruhig mir überlassen, ja? Und was ihr hier im Pfarrzentrum angeht, da können es beruhigt sein, sie werden ein neues kriegen. Ja, ist es nicht hervorragend? Dem Herrn Wenzel sei Dank. Dem Herrn Wenzel? Ja. Jetzt werden sie mir aber allmählich unheimlich. Woher konnte denn der das wissen? Das habe ich doch gerade erst beschlossen. Der Gastraum eignet sich ja ideal als Versammlungsraum. Was für ein Gastraum? Der Speisesaal im Herrn Wenzel seiner Wirtschaft. Ja, dann reden Sie jetzt vom Uli seinem Haus? Ja. Ich hab gemeint, also das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Der Uli ist noch nicht einmal geheult und Sie reißen ja da schon sein Haus unter den Nagel. Was heißt das noch nicht geheult? Sie und außerdem reiß ich mir das nicht unter den Nagel, wie Sie sagen, sondern das war dem Herrn Wenzel sein Wunsch, dass aus dem Gebäude das neue Pfarrzentrum wird. Das hätte er gesagt? Allerdings. Es gibt doch von Seiten der Stadt keine Probleme, oder? Na, wenn der Uli das so wollte. Ja, so war sein Wunsch. Hey, er hat mich angeschaut, mit Tränen in den Augen. Und hat gesagt, nachdem die Kirche ja mit ihrem ersten Versuch, ein neues Pfarrzentrum zu errichten, gescheitert ist. Wenn ich nur wüsste, was da schiefgelaufen ist. Es kann ja nur das Versehen von einem städtischen Angestellten sein. Ja, einer von den permanent unterbezahlten und überarbeiteten Staatsdienern. Was meinen Sie, Herr Bürgermeister? Ja, da haben Sie wahrscheinlich vollkommen recht, Herr Pfarrer. Ja, wenn Sie wollen, dann kann ich mich ja gerne erkundigen, wer seinerzeit diesen Antrag bearbeitet hat und den zur Rechenschaft zieht. Nein, das ist nicht nötig. Für mich ist die Angelegenheit abgeschlossen. Abgeschlossen? Ja. Herr Pfarrer, da bin ich jetzt aber wirklich zufrieden. Ja, weil derjenige hat das ja ganz bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Ne? Ach, davon bin ich überzeugt. Ja. Oh,
Ich muss mich leider verabschieden. Übrigens, Herr Pfarrer, ich werde am Sonntag einmal bei Erna im Gottesdienst vorbeischauen, ja, wenn sie es nicht stört. Sie? Ausgerechnet Sie? Ja, das wird ja immer mysteriöser. Was ist denn bloß los mit den Leuten bei uns? Also wenn nur die Hälfte von meinen Schäfchen, die mir das zugesagt haben, kommen, dann kriege ich wahnsinnig Platzprobleme in der Kirche. Na ja, wahrscheinlich muss ich sogar Stühle vor die Tür stellen und Lautsprecher aufstellen. Und dann stellen Sie noch mal vor, die Frau Sommer, die mir schon seit über 2 Jahren die Blumen für die Kirche liefert, hat mir das ganze Geld zurückgezahlt und hat sich entschuldigt. Wissen Sie warum? Auf meine Frage hin hat sie nur gesagt, Sie wissen schon. Ja, vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen. Ja, aber warum? Naja, ich muss jetzt wirklich. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Ja, also, wenn das so ist, Herr Pfarrer, dann werde ich natürlich wie in den letzten Jahren den Verkauf und die Bastelarbeiten machen. Und wenn Sie sonst noch irgendeine Hilfe brauchen. Also, das freut mich ganz besonders. Die Kinder werden Sie Ihnen danken. So, und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss wirklich. Danke, ich finde schon allein raus. Ja. Ja. Meine Gemeinde wird doch nichts ausgefressen haben. Machen Sie es gut, Hofbürden. Siehst du das? Es geht auch ohne Beichte. Mhm. Eigentlich ist er ja ein recht anständiger Mensch, unser Herr Pfarrer, wenn ich mir das so richtig überlege. Das ist aber schön für dich. Ja, und damit du beruhigt bist, werde ich am Sonntag gescheitlos in Klingelbeutel reinschmeißen. Übernimm die nur nicht. Ich mach schon auf. Ja. Helga, du willst bestimmt zur Lydia. Ja, ja, vielleicht kannst also, das ja du ein bisschen aufheitern. Was hat's denn? Ja, die Damen haben sicher nichts dagegen, wenn ich sie allein lasse. Ich möchte noch kurz ins Rathaus und ein paar Akten auf durchschauen, ne? Servus, ihr Süßen. Was ist denn mit dem los? Ach, also die Trauer scheint ja nicht so besonders groß zu sein. Ja. Wahrscheinlich liegt's daran, dass er dem Höllenfeuer gerade noch ausgekommen ist. Kaffee? Gern. Ja. Du, der Alfred ist so komisch. Hm? Stell dir vor, er hat abgespült. Zum ersten Mal in unserer 20-jährigen Ehe. Und danach ist er in ein Blumengeschäft gegangen und hat mir einen Riesenstrauß geschenkt. Also, ich sag dir. Ja, also, ich hab's am Kurti übrigens gesagt. Was gesagt? Doch nicht? Dass ich beim Uli eine Nacht verbracht hab. Genau. Oje. Du meinst mit dem Uli verbracht? Ach, gab was drum, will ich das wissen. Und weißt, was das Schlimmste ist? Ich kann ihn nicht einmal mehr fragen. Mein Gott, weißt du, wie furchtbar das ist? Nicht zu wissen, ob man jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss oder nicht. Ehrlich gesagt nicht. Ich hab eins. Und das ist schon schlimm genug. Ja, besonders jetzt, wo der Alfred so aufmerksam ist. Und du hast da noch keine Gedanken drüber gemacht? Warum er plötzlich so aufmerksam ist? Ich bin mir nicht sicher. Warum sollte ich mir Gedanken machen? Möchtest du auf was Bestimmtes hinaus? Er hat doch nichts angestellt, oder? Nein. Wenn Männer plötzlich aufmerksam werden, haben sie immer was angestellt. Meinst? Dieser hinterhältige, miese Schuft! Also jetzt einmal ganz langsam, gell? Er hat nichts gemacht, was du nicht auch gemacht hast. Also, Lydia, bitte, das kannst du wohl nicht miteinander vergleichen. Bei mir war es ein Ausrutscher. Und ich hab jedes Mal ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich einen Uli gesehen hab. Also anders gesagt, der Alfred hat da regelrecht den Spaß verdorben. Genau. Na, wart, wenn ich den Schlamperl in die Finger gelegt hab. Du warst nicht zufällig, mit wem er? Wo ist jetzt das wirklich wissen? Ja, da die sonst fragen. Mit der Moni. Was? Doch nicht die Moni. Genau die. Ja, aber die ist doch gar nicht sein Typ. Der Kurti sagt, das geht auch so. Na, wenn der Kurti das sagt. Was? Wenn der weiß das auch. Das wird ja immer schöner. Mein Mob scheißt mich und ich bin die Letzte, die da fährt. Aber was hast du denn jetzt vor? Ja, ich frage ihn danach. Was sonst? Na du, willst du ihm das von dir und vom Uli auch erzählen? Ich bin doch nicht verrückt. Ja, und wenn er es dann von meinem Pfarrer erfahrt?
Mein Gott, stell dir mal vor, wie peinlich das war. Ja, du machst da eine Szene wegen seinem Scheißerl und bist selber nicht besser. Ja und? Was schlagst du mir jetzt vor? Sag's ihm, dann hast du es hinter dir. Ja, Alfred! Ja, störe ich. Sag einmal, ist Helga bei dir? Helga? Ja, bin ich. Ja, was war denn los, mein lieb Schatzelein? Ja, also ich hab da noch mal kurz was zu erledigen, gell? Ja, du, ich hab mir Sorgen gemacht. Du bist auf einmal aufgesprungen. Puh, ist irgendwas. Ich weiß Bescheid, Alfred. Aha. Und über was, wenn ich fragen darf? Ich sag nur Moni. Wer ist Moni? Alfred, bitte. Ah, du meinst die Moni, die Haushälterin vom Uli. Ganz genau. Ja, weißt, das war nur... Ich hab ganz schön einen Sitzen gehabt, weil sonst hätte ich ja nie. Du musst nämlich wissen, sie ist überhaupt nicht mein Typ. Ja, und jetzt... In Anbetracht der Umstände, meine. Aber wehe wenn. Schatzi, du verzeihst mir. Ich versprich dir, du wärst das nicht bereuen. Das war nur ein Ausrutscher, das musst du mir glauben. Ich hab auch immer vorgehabt, dass ich das sag. Aber wann? Ja, und dann hab ich halt gemeint, was meinst jetzt du mit Umstände? Mei, jetzt sag schon. In der Zange steht unentschieden. Ja, und was meinst du damit? Mein Gott. Ach, wer ist denn jetzt das schon wieder? Ja! Kurti! Ja, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Ich hab ihn gesehen. Ja, aber wen? Ehm, jetzt aber ganz langsam, Kurti. Wen hast du gesehen? Ein Uli. Ja, aber geschau, schau, das ist doch unmöglich. Der ist doch heute Mittag. Ja, das weiß ich doch selber, aber es war so. Er hat mir sogar zugewunken. Vielleicht hätte er die Schandtat mit dem Bauantrag doch beichten sollen. Hast du zurückgewunken? Du meinst, der Geist vom Uli ist ihm deswegen erschienen? Ja, möglich war's. Du glaubst mir das nicht, gell? Nein. Ihr glaubst mir das alle nicht, aber ich schwör's euch, das war wirklich so. Ich bin vom Rathaus rausgekommen und dann ist er auf der anderen Straßenseite gewesen. Ja, wie er mich gesehen hat, hat er mir zugewinkt und dann wollte er zu mir rüber. Ja und? Ja und? Ich hab natürlich geschaut, dass ich weiterkomme. Ich hab gemeint, der Sparifankerl ist höchstpersönlich hinter mir her. Und ich weiß ja selber, dass das albern klingt, aber was soll ich denn machen, Herrschaft? Ich werde doch jetzt nicht narrisch werden. Nun narrischer! Sag einmal, kannst du deine blöden Kommentare für dich behalten? Soll ich die Frau Dr. Lessing holen? Na bitte. Drei Gesichter, die mich anschauen, wie wenn ich vom anderen Stern werde gelangen. Aber schau, vielleicht ist es ja dein schlechtes Gewissen, das da einen Streich gespielt hat. Was? Ja. Ja, genau, denk einmal nach. Vielleicht hast du nur Zeche offen beim Uli, hä? Ja, auf Zeiten konnte ihn einmal einer rausschmeißen. Vielleicht gibt's ja jemand, der ihm ähnlich schaut. Ja. Schmarren ähnlich. Ich hab den so deutlich vor mir gesehen, wie ich euch jetzt sich. Ja, hätte er sein können. Ich geh schon. Das ist vielleicht dienstlich. Hildebrand. Was? Wer? Was ist denn? Ja, wer ist denn das? Niemand! Der Herr Bürgermeister ist überarbeitet. Das ist das so? Na, Tim, halt, das nicht! Hallo! Wer ist denn da? War noch mehr dran? Ja, kann ja auch nicht. Wir können. Weil der Anrufer nicht mehr lebt. Jetzt sag bloß nur, das war der Uli. Vielleicht irgendein Witzbold? Ich hol jetzt doch die Frau Dr. Lessing. Die Frau Doktor ohne Doktor. Ich lass erst einmal eine frische Luft rein. Was ist denn passiert? Ich hab gerade einen Uli gesehen. Seid jetzt alle zwei verrückt worden? Hat er Jeans abgehabt und er kann jetzt jemand unter Mützen auf dem Kopf? Ich hab nur von hinten gesehen, aber er war's. Da bin ich mir sicher. Ach. So, jetzt reicht's.
jetzt geh hinüber. Na, tut es nicht. Das ist wahrscheinlich nur weil. Weil was? Red weiter. Die Lydia hat gemeint, es kann deswegen sein. Ich muss sofort mit dem Vater Paulus reden. Ich glaube, ein Psychiater war gescheiter. Ich muss da was sagen, Alfred. Ich hab mit dem Uli einmal was gehabt. Du hast was gehabt? Ja, mit dem Uli, das ist schon ganz lange her. Ja, aber... Es tut mir so leid, Alfred. Ja, und das sagst du mir ganz einfach so. Also wie, ich hab halt keine Kartoffeln gekriegt, das müsst man nun essen. Das mit dem Uli war nichts ernst. Was? Hab ich denn nicht mehr gereicht, oder was? War ich denn nicht mehr gut nur? Komm, gut, wir lassen die 2 Mal lieber los. Alfred, bitte! Geh, lass mir doch mal Ruhe und ihr bleibt ruhig da! Treibt sie hinter meinem Rücken mit diesem Kneipier! Habt ihr das gewusst? Besser mit einem Kneipier wie mit einer Putzfrau! Die Moni ist keine Putzfrau, sondern eine Haushälterin. Also, was ist jetzt? Ja, die Täter hat's mir gesagt. Und was ist mit dir? Ja, ich hab's auch erfahren, aber eher nebenbei und heute in der Früh erst. Na wunderbar. Meine Frau bescheißt mich und ich bin wieder mal der Letzte, der das erfährt. Naja, das ist meistens so, dass der Partner der Letzte ist, der es erfährt. Du, auf deine Weisheiten kann ich gern verzichten, gell? Und mit so einer bin ich seit über 20 Jahren verheiratet. Oh, Alfred, jetzt leg dich doch nicht so auf. Abgesehen davon, was du auch nicht bist. Ach, und das sagt mir einer, der sich von Investoren schmieren lässt. Das ist ganz was anderes, gell? Was die Treue zu meiner Frau geht, da braucht man eh nichts vorwerfen. Im Gegensatz zu ihr. Dafür hast du Kirch geschissen. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Wenn er dir nicht über den Weg gelaufen war und ich mich gerade am Fenster gesehen hätte, dann habe ich die Weisheit der Ehebrecherin zur Frau zu haben, wo ich eure Halluzinationen zum Verdanken, was? Ach, ich mach schon auf. Ja, und wenn es ein Uli sein Geist ist, lass ihn ruhig rein. Den lass ich auch nicht sagen. Ja, entschuldigen Sie, dass ich noch einmal störe. Ja, also das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Wir haben gerade Besuch. Ich weiß, die Frau Bartel. Deswegen bin ich ja da. Ja, und wegen dem Zusammentreffen vom Herrn Wenzel und Ihrem Mann. Was? Woher wissen denn Sie, dass ich einen Uli gesehen habe? Ja, weil er mir's erzählt hat. Was? Ja, geht's Ihnen nicht gut, Hochwürden? Doch, mir geht's ausgezeichnet. Dank der Nachfrage. Moment einmal. Der Uli? Hat er noch verzeiht, dass ich ihn gesehen hab? Allerdings, er hat gesagt... Ja, nicht so schnell. Und die Frau Bartel, was ist mit der? Ja, der Herr Wenzel hat ihre Nachbarin bei Ihnen auf der Terrasse gesehen. Und sie ihn anscheinend auch, weil sie sich sofort umgedreht hat. Deswegen bin ich auch da. Aber der Herr Wenzel macht sich Sorgen, ob sie sauer sind auf ihn. Er hat mir erzählt, sie hätten ihn vorhin nur kurz angestarrt und wären da gleich weggelaufen. Nicht einmal aufs Erwinden haben sie reagiert. Also schön langsam werden da hören wohl alle verrückt. Ja. Ich meine, bei unserem Bürgermeister wundert's mich nicht. Und was meine Frau angeht, na ja, aber Herr Pfarrer, Sie... Was meinst du mit na ja? Ach, sagen Sie mal, was spielen Sie eigentlich für ein Spiel mit mir? Ich hab gemeint, es war alles geregelt. Geregelt? Ja. Was denn? Die Geschichte mit dem Bauantrag. Sie haben doch gesagt, aus Ihrer Sicht ist der Fall abgeschlossen. Und jetzt wollen Sie mir weismachen, ich hätte einen Uli wirklich gesehen. Also ich verstehe überhaupt nichts. Was denn für ein Bauantrag? Ja, mein Gott, der Bauantrag fürs Pfarrzentrum, den Sie eingereicht haben. Hä? Ja, Herrschaft, und den ich für ein paar Tage verschwinden hab lassen, damit es so ausschaut, als war der Bauantrag fürs Einkaufszentrum vorher eingegangen. Was haben Sie gemacht? Ja, sind Sie schwerhörig. Herr Bürgermeister, wir kennen Sie eine derartige Manipulation mal. Ich bin entsetzt. Seien Sie sich überhaupt der Tragweite Ihrer Handlung bewusst? Ja, was soll da schon passieren, hä? Dann werde ich halt meines Amtes enthoben und... Aber, dass Ihnen das gleich vorweg nicht machen würden, gell's? In der Hei geht's sowieso viel lustiger zu, ja? Den ganzen Tag mit dem Heiligenschein rumlaufen, das ist sowieso nichts für mich. Herr Bürgermeister, um Gottes Willen! Warum geht's denn jetzt dazu entsetzt? Der Uli hat doch seine letzten Atemzüge dazu hergenommen, dass er sie über die Sünden ihrer Schäfchen aufklärt. Seine letzten Atemzüge? Sie geben aber auch keine Ruhe nicht, hä? Also unser Pfarrer, der ist wirklich die Hartnäckigkeit in Person. Ich rede
von dem Ehebruch, den der Alfred und Helga begangen haben. Ja? Und von der Frau Dr. Lessing, die in Wirklichkeit gar keine Frau Doktor ist. Und von der Frau Sommer, die ihr Kirch mit der Feide Blärmen geschmückt hat. Ja? Und ihr redet von dem Bauantrag und von den ganzen anderen Scheißern, die unsere Mitbürger alle dem Uli anvertraut haben. Und die deswegen am Sonntag, jetzt lass mir doch mal hören, am Sonntag ihre Kirche stürmen werden und ihre ganzen Ersparnisse in ihren Klingelbeutel reinstupfen. Weil ganz egal, was er jeder gemacht hat, zugeben, da hat's keiner. Ja, schaff, was hat's denn da mit dem Telefon? Wer ist da überhaupt da? Hallo? Also bevor du jetzt gleich wieder meinst, dass das am Uli sein Geist ist. Es ist wirklich der Uli. Ja, der ist nicht tot. Ja, der ist quietschlebendig. Und er lädt uns zum Abschiedsessen ein. Ja, aber der Herr Pfarrer hat... Der Uli möchte von da wegziehen. Und weil er nicht gewusst hat, wer das am besten seine Freund und Stammgäß beibringen soll, hat er zuerst mit dem Pfarrer Paulus über seinen Entschluss geredet. Ja, und auch über die weitere Verwendung von seiner Wirtschaft. Ja, und weil ja der Bauantrag für das neue Pfarrzentrum angeblich spät abgegeben worden ist, hat mir der Herr Wenzel das Angebot gemacht, meiner Kirche seine Räumlichkeiten zu überlassen. Von manipulierte Bauanträge, verwelkte Blumen für die Kirche, Ehebrecher und Ehebrecherinnen, falsche Doktortitel und sonstige Missetaten meiner Schäfchen, hat er nichts erzählt. Nicht. Dann war das alles ein Missverständnis. Ja, ja. Aber dank unseres Bürgermeisters ist unser Herr Pfarrer jetzt bestens informiert. Danke, Kurti. Ja, da kommt auch eh nichts dafür. Der Alfred hat da hochgefangen. Der hat doch verzeiht, dass der Uli im Sterben liegt. Ja, und Sie, Herr Pfarrer, wenn Sie mich mit dem Uli hätten reden lassen, dann wär's gar nicht so weit gekommen. Ach, auf die Weise habe ich einiges erfahren, was sonst an mir vorbeigegangen wäre. Nicht wahr, Herr Bürgermeister? Also, ehrlich gesagt, Herr Pfarrer, früher oder später war ich mit der Geschichte sowieso zu Ihnen gekommen. Ah. Ja, ja, weil so eine Last auf seinem Herzen zu tragen, das schafft doch auf Dauer kein Mensch. Oh. Ja, übrigens ist am Herrn Wenzel sein Haus für das neue Pfarrzentrum 10-mal besser geeignet als dieser abgelegene Grund, auf dem jetzt das Einkaufszentrum steht. Ja, da haben Sie allerdings recht. Na, sehen Sie, Herr Pfarrer, dann hat ja der Herr Bürgermeister Ihren am Ende sogar noch gefallen da. Tja, wenn ich auch unbewusst ein bisschen nachgeholfen hab, ich kenn doch meine Schäfchen und weiß, in den Himmel wollen sie alle.